Nun möchte ich Ihnen das Zweite sagen, was mich überzeugt hat. Ich war 34 Jahre in der Landespolitik tätig. In diesen 34 Jahren habe ich kein einziges Großprojekt erlebt, gegen das es nicht Proteste von Tausenden von Mitbürgern gegeben hat. Der Reihe nach nehmen Sie einmal das, was Lothar Späth mitmachen musste, als er die Start- und Landebahn auf dem Stuttgarter Flughafen verlängern musste. Warum? Weil die Vereinigung Cockpit gesagt hat, sie fliegen den Stuttgarter Flughafen nicht mehr an. Es sei der drittschlechteste überhaupt, der angeflogen wird. Wir mussten die Start- und Landebahn verlängern. 3 Tage hat er Anhörung auf den Filtern gemacht. Wir hatten prozentual bezogen auf die Bevölkerung weit größere Demonstrationszahlen als jetzt gegen Stuttgart 21. Und heute redet noch ein Mensch von der Verlängerung der Start- und Landebahn. Sie ist selbstverständlich, sie hat Sicherheit gebracht für den Stuttgarter Flughafen und einen Ausbau unseres Landesflughafens. Nächster Punkt. Ortsumfahrung ebnet Freiburg im Zuge der B31. Jahrelange erbitterte Proteste gegen den Gemeinderatsmehrheit in Freiburg, gegen den Oberbürgermeister Böhme. Am Tag des Baubeginns bin ich dort gewesen. War in der ersten Reihe der Demonstranten noch der Abgeordnete Salomon, der heutige Oberbürgermeister von Freiburg, der 20 Jahre später sagt, es war eine gute Sache, dass Freiburg heute umgangen wird. Denken Sie die Schnellbahntrasse Stuttgart-Mannheim. Ich war damals Staatssekretär für Umweltschutz. Ich war draußen vor Ort. Es ist um jeden einzelnen Acker gestritten worden, weil gesagt worden ist, und das ist wahr, im Kreis Ludwigsburg sind die allerbesten Böden des Landes. Heute ist die zweitgrößte Stadt unseres Landes, Mannheim, in 38 Minuten von Stuttgart aus erreichbar. Heute ist Heidelberg in 38 Minuten von Stuttgart aus erreichbar auf dieser Schnellbahntrasse. Eine Pendelentfernung aus diesen Städten nach Stuttgart und umgekehrt. Eine großartige Entwicklungschance für Baden-Württemberg. Oder nehmen Sie das Projekt Stuttgarter Messe, Landesmesse Baden-Württemberg. Ich hab nicht mit dem Gemeinderat von Leinfelden-Echterdingen nur verhandelt, sondern mit jeder einzelnen Fraktion, mit einzelnen Stadträten, um sie zu gewinnen für dieses Projekt. Ich bin persönlich in übler Weise angegriffen worden. Es gab Großdemonstrationen. Spricht heute noch jemand davon? Jeder in dieser Region ist stolz auf die Messe, auf die Lage, auf die architektonische Gestaltung, auf das, was die Messe für Stuttgart gebracht hat. Ich habe umgekehrt erlebt, alles, was die Landespolitik wegen Protest aufgegeben hat, ist heute nicht gelöst, sondern ist noch gleich problematisch wie vor 30, 40 Jahren. Wenn Sie sich die Stausituation um Stuttgart herum anschauen, jede Stadt in unserem Land, jede Großstadt ist besser an das Autobahnnetz angeschlossen als Stuttgart, dann hängt es damit zusammen, dass Planungen des Bundesverkehrsministeriums in dieser Region und letztlich auch vom Land abgelehnt worden sind, und heute trägt die Last dieser Fehlentwicklung die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Und das heißt, zukunftsgerichtete Politik kann nicht sein, dass man jedem Bürger nach dem Mund redet. Man muss jeden Bürger hören, das ist meine Meinung in einer Demokratie. Aber Raymond Aron, der große Franzose, sagt, Demokratie ist kontrollierte Führung. Demokratie verkommt,
wenn nicht mehr geführt wird. Allerdings, die Führung ist jeden Tag kontrolliert durch die Bürger, durch die Medien und auch durch eine Totalkontrolle bei Wahlen. Aber Mut zu Investitionen, Mut zur Führung ist in jedem Betrieb notwendig und ist auch auf jeder politischen Ebene zwingend gefordert. Was mich überzeugt, ich muss Ihnen sagen, für mich ist die größte Errungenschaft unserer Geschichte und unserer Kultur der Rechtsstaat. Die Deutschen haben spät genug zum Rechtsstaat und zur Demokratie gefunden. Es bedurfte der Erfahrung des Nationalsozialismus und der totalitären Herrschaft. Heute haben wir eine Verfassung des Grundgesetzes, an deren Spitze steht, dass die Würde des Menschen das höchste Gut ist, das Leben des Menschen, die Freiheitsrechte des Menschen, auch die Meinungsfreiheit, auch die Demonstrationsfreiheit. Aber es steht auch drin, dass wir von der Gemeindeebene über die Landesebene, die Bundesebene bis zur europäischen Ebene Abgeordnete als unsere Vertreter in freien Wahlen wählen, die dann auch berechtigt und verpflichtet sind, Entscheidungen zu treffen, nachdem sie Themen Jahre diskutieren. Und diese Diskussion in den Parlamenten findet nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern sie findet in aller Öffentlichkeit statt. Es gibt nicht erst Öffentlichkeit bei einer öffentlichen Anhörung jetzt im Schlichtungsverfahren, sondern jede Gemeinderatssitzung der Stadt Stuttgart und von 1111 Gemeinden in Baden-Württemberg ist öffentlich. Jede Kreistagssitzung ist öffentlich. Jede Landtagssitzung ist öffentlich. Jede Bundestagssitzung ist öffentlich. Und seit zwei Monaten ist auch jede Sitzung des Europäischen Parlaments öffentlich. Und das heißt, jeder, der sich interessiert, kann in 10 Zeitungen lesen, was in den Sitzungen war, kann es am Rundfunk hören und im Fernsehen sehen. Man muss schon blind sein, wenn man nicht verfolgt, was in der eigenen Stadt oder im eigenen Land geschieht. Und nun weiß jeder weiß, dass im Gemeinderat von Stuttgart, in der Regionalversammlung Stuttgart 21 beraten, und zwar nicht einmal, sondern vielfach, und beschlossen worden ist mit großen Mehrheiten. Jeder weiß es, dass es im Landtag von Baden-Württemberg beschlossen worden ist. In einer Zeit, als wir eine große Koalition hatten. Mein Wirtschaftsminister Spöri war genauso überzeugt von Stuttgart 21 wie ich als Ministerpräsident. Heute steht von der SPD noch einer, der hat vorher zu Ihnen gesprochen, Herr Wechsler. Von allen anderen muss man sagen, halb zogen sie, halb sanken sie. Aber noch schlimmer ist es bei den Grünen. Die haben Stuttgart 21 zugestimmt. Und jetzt sagen sie das Gegenteil. Da muss sich doch jeder Bürger eine eigene Meinung darüber bilden, über ein solches Verhalten. Der Deutsche Bundestag hat mit riesiger Mehrheit, auch der Sozialdemokraten,
dem Projekt Stuttgart 21 zugestimmt, auch das Europäische Parlament. Und nun kommt eine weitere große Errungenschaft des Rechtsstaats. Niemand steht im Rechtsstaat über dem Recht. Alle stehen unter dem Recht. Kein Bürger steht über dem Recht, keine Regierung steht über dem Recht, kein Parlament steht über dem Recht. Und deswegen wird jede Gemeinderatsentscheidung und jede Parlamentsentscheidung kann angefochten werden. Und wenn man mit der ersten gerichtlichen Entscheidung nicht einverstanden ist, kann man in den Widerspruch gehen. Und wenn man mit der zweiten nicht einverstanden ist, geht es zum dritten und höchsten Gericht. Und wenn dieses Gericht Recht gesprochen hat und alle Parlamente zugestimmt haben und öffentlich informiert worden ist, übrigens nicht nur durch Planunterlagen, sondern durch Modelle, wenn Sie sich die Mühe machen, den Hauptbahnhofturm in Stuttgart zu besteigen, dann können Sie die Modelle sehen. Dann muss ich sagen, darf auch einer, dem dies nicht passt, nicht sagen, ich stehe über dem Recht, dass Parlamente und Gerichte gesprochen haben, sondern jeder steht unter dem Recht. Und wenn das nicht mehr gilt, dann stehen nicht nur die bisherigen Verfahren auf dem Spiel, dann steht die rechtsstaatliche Demokratie auf dem Spiel. Abschließend, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir brauchen heute keinen Geist der Verzagtheit, sondern einen Geist des Aufbruchs und der Horizonterweiterung und des Weitblicks in unserem Land. Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein Robert Bosch, ein Gottlieb Daimler, ein Karl Benz und alle Gründerpersönlichkeiten des Mittelstandes in Baden und Württemberg im 19. Jahrhundert und nach dem Zweiten Weltkrieg waren nicht rückwärtsgewandt und am bisherigen klebend, sondern mutig, ideenreich und investitionsfreudig. Und jetzt kommt das Wichtigste. Von dem, was diese Generation einschließlich der Facharbeiter und Meister der Techniker und Ingenieure, der Außenhandelskaufleute, was der freien Berufe, was diese Generation geleistet hat, davon zehren wir heute. Wir ernten, was die gesät haben. Und ich finde, wir würden kläglich versagen, wenn wir nicht auch sehen würden, damit die kommenden Generationen ernten können. Wer bewahren will, muss verändern. Er muss Neues schaffen, damit die Generationen, die nach uns kommen, von unserer Arbeit und unserem Weitblick leben können. Danke Ihnen.